Jetzt haben wir einen ganz tollen Gast. Dieser ganz tolle Gast hat erste frühe Spuren hinterlassen als Schauspielerin in ganz unterschiedlichen Sujets, von der Daily bis zu Film. Dann hat sie Musik gemacht mit der Hilfe von Dieter Bohlen. Und jetzt kann sie im Jahr 2013 wirklich die Sekt- oder vielleicht sogar die Champagnerkorken knallen lassen, weil ihr ist ein Tonträger, wie es so schön heißt, gelungen, auf den wir später noch zu sprechen kommen, der wirklich ganz grandios ist. Wir freuen uns, dass sie da ist, Yvonne Catterfeld. Materielles Glück hat viele Gesichter. Der eine kauft sich ein schnelles Auto, der andere eine teure Uhr oder eine große Villa. Du hast stark investiert in ein Gefährt mit 15 PS. Ja. Habe ich hart recherchiert. Worum handelt es sich da? Das ist ein Hausboot. Ein Hausboot? Ja, genau. Das hat 15 PS und das ist... Da sieht man es ja. Da war allerdings ganz schlechtes Wetter. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie groß es ist. Ich kann mir diese Zahlen immer nicht merken, aber es ist relativ groß. Es hat ein Wohnzimmer, also ein ganz kleines natürlich. Und dann hat es eine Küche, man kann also auch kochen. Dann gibt es ein kleines Bad, eine getrennte Dusche. Und dann gibt es ein Schlafzimmer, was man auch zuziehen kann. Also da gibt es noch eine Tür dazwischen. Und es gibt oben noch eine Kajüte, wo man, also es ist ein bisschen wie im Sarg, aber für Kinder natürlich sehr geeignet. Und dass man daraus macht. Es kommt drauf an, ja. Und das ist, ja, das ist ein Traum gewesen. Also mein Freund und ich, wir haben eins. Und wir haben Freunde, die das, also ein Freund von uns ist Architekt und der hat das gebaut und dadurch haben wir natürlich so den Prototypen bekommen. Das heißt, man bekommt sie auch etwas günstiger. Und wir wollten das unbedingt machen. Also wir kannten die, der hat verschiedene Hausboote in verschiedenen Größen und wir wollten das unbedingt, weil mein Freund kommt vom Bodensee und ich komme aus Erfurt, aus dem Plattenbau. Ja, gut, und jetzt ist für mich das Wasser, ich will das jetzt nachholen. So, ich will jetzt ans Wasser. Und, du bist erst mit 12, glaube ich, das erste Mal am Wasser gewesen. Ja, genau. Da galt es was. Das stimmt nicht. Also ich war davor mal an der Ostsee, einmal. Ja. Aber das war das einzige Mal in 12 Jahren und das ist schon hart. Also man musste was aufholen. Ja. Wie oft bist du da auf dem Schiff, sowas? Also ist es ein regelrechter Wohnort geworden? Oder? Naja, also wenn wir frei haben und es ist natürlich schönes Wetter, man kann auch da bei schlechtem Wetter drauf fahren, dann sind wir da natürlich drauf und dann nutzen wir die Zeit. Und fährt man oder liegt man? Nee, kannst beides. Also du fährst eigentlich damit. Was wir noch nicht gemacht haben, wir sind noch nicht durch die Schleuse, da haben wir noch, was riesig ist. Und da gab es ja auch so ein Vorkommnis in Berlin und da sind wir noch so ein bisschen vorsichtig. Und was gab's da? Was war da? Ja, da ist jemand. Ach so, gut, ich ziehe die Frage zurück. Ja. Aber braucht man einen Bootsführerschein eigentlich? Also für die nicht, aber ich finde, eigentlich müsste man einen machen. Ich will auch unbedingt einen machen, weil es ist schon sehr kompliziert anzulegen. Also gar nicht mal das Ding zu fahren, das ist alles easy, aber anzulegen, das kann wirklich zur Katastrophe werden und auch zum Ehestreit führen. Ach doch. Ja, in dem Fall ja. Wäre das für eine Lösung für euch, also nicht eine Lösung, aber auch ein Modell für euch? Um den Ehestreit zu lösen, nee, oder wie kann ich das verstehen? Um einfach mal sozusagen so weit rausfahren zu können, dass einen keine Fotografen erwischen? Wobei, die sind heute schon schlauer, gell? Die sind die Folgen mit dem Dingi, ja, oder mit dem Schlauchboot oder was weiß ich, mit dem Helikopter. Ja, die kommen jetzt mit diesen, wie heißen die? Drohnen. Mit den Drohnen? Ja. Fliegen die über den Rhein? Ja, wahrscheinlich auch bei uns. Ja. Okay, also keine Chance zu entkommen. Wenn das der Sinn und Zweck ist, ein Boot aufs Wasser zu bringen und rumzufahren, dann nicht. Aber sonst ist Boot schon... Boot ist toll, also ich kann das nachvollziehen. Ein Hausboot war auch immer ein Traum meiner Jugend. Echt? Ja, ich finde das ganz toll. Es hat das von Freiheit und man kann rumschippern, wo man gerade hin will oder liegen bleiben. Das ist ja wie Wohnmobil, oder? Genau. Also mit seinem Zuhause sozusagen sich vorwärts bewegen. Wer kennt noch die große TV-Serie im ZDF? Tammy, das Mädchen vom Hausboot? Nee. Hörst du den Südwind, der flüstert dir zu, Tammy? Keiner Hubertus. Okay. Gut. Keiner hört dir zu. Egal. Also. Ich habe aber gleich wieder den Eindruck, dass Oliver Vnuk, dein Freund, dass ihr beide sowieso ein bisschen dazu neigt, euch zurückzuziehen. Er wohnt in, das erklärst du ja freimütig, er wohnt in Köpenick. Genau. Das ist ja nur auch nicht gerade der Inbegriff des hippen Prenzlauer Bergs. Also, aber es wird noch. Sicher, selbstverständlich. Bestimmt. Ja, Köpenick kommt, genauso wie Moabit. Moabit kommt auch. Ja, absolut, das ist bestimmt. Ja, genau.
Zumindest, wenn man da eine Wohnung kaufen will. Aber was ist für dich Köpenick? Ist Heimat da, wo du in Ruhe gelassen wirst, wo du Stille findest? Ist das ein... Ach, das findet man in Berlin eigentlich, also die Ruhe vielleicht nicht, aber das Ruhe gelassen werden findet man in Berlin sehr schnell. Aber es ist, ich liebe die, einfach in der Natur zu sein und tatsächlich mich zurückzuziehen. Nun war natürlich die Überlegung jetzt auf so einem Boot, weil es guckt natürlich jeder, weil die haben auch einen Innovationspreis gewonnen, weil das sehr außergewöhnlich ist. Natürlich guckt jeder. Also, und man was ist denn daran so innovativ? Also was, sag mir mal, ein Innovationspreis? Ich habe mir so, eine romantische, so ein romantisches Holzding vorgestellt. Nee, das hast du doch auf dem Foto gesehen. Ja, das ist ganz modern, weiß. Und nein, aber es ist schon mit Holz. Also es ist außen mit Holz, dann sind überall... Aber so Sonnenkollektoren wahrscheinlich. Und dann sind überall so Balken innen drin. Also es ist schon sehr... das ist jetzt der moderne Teil zum Beispiel. Das ist, ist halt so ein Panorama... so eine Panoramaglasfront, damit man halt schön aufs Wasser... Und das ist knallorange wahrscheinlich. Ja, klar. Fluoreszierende Farbe. Aber, Barbara, diese Stille, weiß ich nicht, von den Seen und von Köpenick hat ja was Hervorragendes mit Yvonne gemacht. Denn du hast in dieser Stille, in dieser Ruhe, zumindest zum Teil, auch Songs geschrieben. Du hast eine Platte gemacht, eine Platte vorbereitet. War doch so, ne? Ich habe mich da sehr inspirieren lassen. Also ich habe da zur Ruhe gefunden, ja. Und da kreisen natürlich auch die Gedanken klar. Warum hat es erstmal so lange gedauert? Also das 2 Jahre, glaube ich, weiß ich. Für mich? Das sind... Ich finde das gar nicht so lange. Aussortierte Moderatoren vom NDR, die dürfen... Also, es hat recht lange gedauert, ne? Ja, also für viele ist es vielleicht lang. Für die muss dann jedes Jahr ein Album produziert werden. Aber zum einen drehe ich ja auch zwischendrin. Und da ich so ungefähr 3 Filme im Jahr mache, muss ich dann auch eine Pause machen im Studio. Also 2-3 Monate bin ich dann wieder raus und dann fängt man wieder von vorne an. Und das braucht Zeit. Und ich wollte natürlich nichts rausbringen. Also so vor 2,5 Jahren, das hätte ich nicht rausbringen wollen, was wir da am Anfang gemacht haben. Jetzt ist es so, dass ich die CD in meinen Auto-CD-Player geschoben habe und weder gute noch schlechte Erwartungen hatte. Ich habe es einfach offen, wie ich bin. Das ist schön. Mit einer offenen, einfach sehen, was sie macht. Und so. Und ich war wirklich von den ersten 10 Tönen an tief beeindruckt und mitgerissen, weil das waren völlig andere. Ich bin kein Musikkenner, aber ich bin Musikliebhaber. Also bitte erkläre mir, du hast irgendwas mit deiner Stimme gemacht. Was ist passiert, Yvonne? viele nehmen mich natürlich noch wahr mit dem, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Natürlich ist in diesen 10 Jahren viel passiert mit mir. Also hinter so einem Album steckt natürlich auch ein veränderter Mensch. So, und wenn man bestimmte inhaltliche andere Aussagen machen will, auch eine andere Haltung zu Themen hat und auch eine selbstbewusstere Haltung, braucht man natürlich auch einen anderen Ton, weil der Ton macht die Musik und so ist es ja auch im Leben. Und deswegen habe ich die Tonart gewechselt. Also, ich bin einfach, mein Produzent musste viel ertragen, weil dem habe ich tatsächlich jeden Song in allen erdenklichen Tonarten halbtonschrittartig hoch und runter vorgesungen. Und, das heißt ja aber auch, dass du es kannst, weil die meisten können ja nur hoch oder eben stimmt, nur tief. Das stimmt, aber es ist dann auch ein Fluch, weil man sich dann halt entscheiden muss und weil alles anders klingt. Also alles hat eine andere Aussage. Und ich habe dann einfach entschieden das fanden alle super. Das ganz tief zu machen. Oder Musik reden ist das eine, Musik hören ist das andere. Ja, darf ich dich schon mal bitten, dort dich hinzusetzen, wo du die Regie vorgesehen hat, dass du sängst, meine Damen und Herren. Freuen Sie sich jetzt auf Yvonne Catterfeld, die einen bestimmten NDR Talkshow-Mix singt, eine bestimmte NDR Talkshow-Version. Und es handelt sich um das Titellied ihrer neuen CD. Und es heißt Lieber so. Yvonne Catterfeld. Du weißt, wir haben es versucht, doch wahrscheinlich nicht genug. Irgendwie sind du und ich sowas wie verflucht. Irgendwie sind wir nicht gleich. Sieh uns doch nur an, du verdienst eine bessere Frau und ich einen besseren Mann. Wie oft hab ich daran gedacht, es nie gemacht. Ich habe es irgendwie vorhin nie geschafft. Vielleicht fehlte der Mut, vielleicht fehlte auch die Kraft.
Doch jetzt will ich mir selbst mehr, als du es jemals hast. Lieber so, als so spät. Besser, wenn du jetzt gehst. Viel zu lange schon tun wir uns weh. Lieber so, als so spät. Wer weiß, wo wir sonst enden? Wer weiß, was noch passiert? Wir haben es versucht, es lässt sich nicht mehr arrangieren. Auch wenn wir uns verlieren, auch wenn du mich dafür hast. Irgendwann bist du mir dankbar für die Frau, die du dann hast. Sieh es nicht als Ende, sieh es als Beginn. Denn das, was uns bevorsteht, wär tausendmal so schlimm, tausendmal so hart. Tausendmal mehr weh. Es ist besser, wenn du gehst. Und lieber so als so spät. Lieber so als so spät. Besser, wenn du jetzt gehst. Viel zu lange schon tun wir uns weh. Lieber so als so spät. Zauberhaftes Lied. Und Martin sagte gerade, nicht so leicht. Und ich interpretiere das so, den richtigen Moment zu finden für eine Trennung, bevor man sich aufreibt. Das ist ja das Thema des Liedes. Und darauf wird man keine endgültige Antwort finden, was der richtige Moment ist. Darüber denkst du ja sozusagen musikalisch nach. Absolut. Also ich bin natürlich nicht im Moment in der Situation, aber da kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen, dass man einfach sich fragt, wie viel kann ich noch ertragen? Und ja, und ich habe das Album lieber so genannt, weil ich in vielen Situationen merke, lieber so, also lieber was in Kauf nehmen. Ob das nur eine Trennung ist oder ich weiß es, also was auch immer. Und dafür aber was für sich tun. Oder also ob das nun seine eigene Meinung ist oder Ehrlichkeit oder mit sich im Einklang sein. Ein wunderbares Liedzeile, du verdienst eine bessere Frau und ich einen besseren Mann. Ja. Wirst du wahrscheinlich auch mal gedacht oder gesagt haben, wie jeder hier im Studio. Hast du die Nase voll von Liebesliedern? Das las ich. Nein, von bestimmten Liebesliedern. Mhm. Also ich bin nicht so romantisch, wie viele denken. und ich, also diese Art, so ganz romantische Lieder zu singen, die hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe nach einem Konflikt gesucht und
Wir haben zum Beispiel einen Song auf dem Album, den ich unter anderem, das war übrigens mein Produzent und der Co-Produzent, mit dem ich auch einiges geschrieben habe. Und wir haben einen Song zusammen gemacht, So viel mehr als Liebe. Und da gab es erst einen anderen Text von einem Texter, der hat auf meine Melodie dann einen Text gemacht. Und es hat mich nicht interessiert, weil das ist dann die anfängliche Liebe und das Verliebtsein. Und ich wollte halt darüber hinausgehen, also was ist denn überhaupt so viel mehr als Liebe? Und deswegen kamen dann Textzeilen zustande wie, wie du mich nicht ernst nimmst, wenn ich mich zu wichtig nehme. Und das ist ja zum Beispiel was eigentlich Negatives, was man in dem Moment empfindet, aber es ist in der Beziehung was ganz Großes, weil wenn man sich zu wichtig nimmt, ist es ganz gut, wenn der andere eigentlich ernst nimmt. Könnt ihr mir noch folgen? Ja. Dein Freund, dein Partner Oliver Vnuk hat einen wunderbaren Text geschrieben auf der CD und er hebt hervor, als er das erste Mal die Musik gehört hat, im fertigen Zustand, schreibt er, dass er besonders schätzt, dass du dich nicht anbiederst. Ja, hat er so geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Ja, hat er recht. Ne? Er ist stolz auf sie. Ist er, ja. Ich bin aber auch sehr stolz auf mich. Das muss man auch mal sagen. Es ist nämlich ganz oft, dass man sich dann runtermacht und dass man sich... Man muss sich mögen. Ich glaube, das ist. Ja, man mag sich ja nicht immer, aber man macht sich oft tatsächlich runter. Und ich finde das ganz gut, sich öfters mal auf die Schulter zu klopfen. Und deswegen sind dann so Songs entstanden wie Amazone, wo der Gitarrist, mit dem ich geschrieben habe, auf mich zukam und sagt: Was hältst du davon, Amazone? Ich finde, das passt zu dir. Da habe ich gesagt: Kriegerin, Amazone, ja. Mir hat schon mal jemand ein Bild geschenkt, wo Kriegerinnen drauf sind, weil das zu mir passt, angeblich, aber man hinterfragt es natürlich erstmal. Und ich habe den Song auch gemacht, weil ich das Selbstaufbauen finde manchmal. Also wir hoffen, dass du noch jetzt wieder 2 Jahre oder vielleicht nur 1 Jahr über Havel, Müritz und Spree schipperst mit deinem Innovationsschiff und dass du möglichst bald wieder mit neuen Songs kommst. Jetzt werden wir erstmal die genießen, die da sind. Bist du auf Tour mit der neuen? Wir haben noch gar nicht so drüber geredet, aber ich würde natürlich gerne auch in so einer Konstellation ein bisschen größer auf Tour Cello gehen. Cello sollte auf jeden Fall dabei sein. Cello ist traumhaft, oder? Ich finde also auch. Ich habe soeben beschlossen, dass ich zu meiner Tour auch ein Cello dazu nehme. Was auch immer er macht, er soll einfach kommen. Ich habe soeben beschlossen. Nicht ihn. Und ich habe soeben beschlossen, dass ihr beide eigentlich mal irgendwann einen Song zusammen singen sollt. Amazone. Ja, genau. Genau. Und das darf dich wahrscheinlich noch mehr. Yvonne Catterfeld, wir freuen uns, dass du mit deinem Lied da bist. Und dass du hier bist.